Von bedrohten Völkern versteht Claudia Andujar eine Menge. Die Fotografin kämpft seit einem halben Jahrhundert für die größte indigene Volksgruppe im Amazonasgebiet, die Yanomami. Sie selbst überlebte den Holocaust und wurde Fotografin in Brasilien. Ein Teil der 60.000 Yanomami-Fotos der heute 88-Jährigen ist bis Mai in Paris zu sehen. Der Schamane und Anführer der Yanomami. Unser derzeitiger Präsident Jair Bolsonaro ist ein ganz anderer Präsident als in der Vergangenheit. Aber genau wie in der Zeit der Militärdiktatur haben wir jemanden an der Macht, der die Indianer nicht mag, der die Umwelt nicht mag, der den Wert des Waldes im Amazonas nicht versteht und der nicht versteht, dass wir, die Ureinwohner, den Wald respektieren und ihn verteidigen. Die Fotoreporterin reiste 1971 zum ersten Mal zu dem isolierten Volk im Grenzgebiet zu Venezuela und eckte bei den Militärs an, weil sie die wirtschaftliche Ausbeutung der Region störte. Seit knapp 30 Jahren leben die Yanomami in einem der größten Indio-Reservate Brasiliens. Trotzdem gelten ihre Lebensgrundlagen nach wie vor als gefährdet. Claudia Andujar, der Kampf der Yanomami in der Fondation Cartier bis zum 10. Mai.